Diese Oberschenkel gehören Gerd Müller. Sie haben einen Umfang von 59 Zentimetern und sind einmalig, wie Bayern-Trainer Cik Cajkowski sagen würde. Sie sind das unverwechselbare Kennzeichen des 21-jährigen Bayern-Mittelstürmers aus Nördlingen. Deutschlands Sportjournalisten wählten ihn zum Fußballer des Jahres. Dieser Renommiertitel kam nicht von ungefähr. Während der letzten 12 Monate verdiente sich Gerd Müller den Beinamen Mr. Europa Cup. Er schoss fast alle entscheidenden Tore für den Pokalsieger Bayern München. Er war darüber hinaus auch Schützenkönig der Bundesliga und machte schließlich in der Nationalelf ebenfalls das, was man von ihm erwartete, Tore. Allein 4 im Frühjahr gegen Albanien. Doch zuletzt hatte die Müllersche Schusskanone Ladehemmung. Helmut Schön glaubte gestern gegen Albanien ohne Mr. Europa Cup auskommen zu können. Leider hat er in den letzten Vierteljahr oder halben Jahr, möchte ich fast sagen, an dies Dinge vermissen lassen, die ihn so sehr ausgezeichnet haben. Und das ist beispielsweise eben dieser Torriecher und dieser Wille, einen Abschluss für Angriffshandlung seiner Mannschaft zu finden. Aus diesem Grund ist Gerd Müller auch nicht im Aufgebot für Albanien gewesen? Ja, er ist deswegen nicht dabei, hat auch in letzter Zeit, er hat ja gegen Jugoslawien in Hamburg gespielt. Und Gerd Müller hat auch dort seine Sache ordentlich gemacht, ohne dass ich sagen kann, es ist der alte Gerd Müller, der alte junge Gerd Müller gewesen. So kam es, dass der Fußballer des Jahres am Sonntag das Länderspiel gegen Albanien nicht im Kreise der Nationalelf, sondern mit uns vor dem Radioapparat erlebte. Gerd Müller, es steht 0-0 in Tirana. Zurzeit, Sie sind nicht dabei. Wie denken Sie darüber? Ja, das in Albanien, das Länderspiel wäre mein 6. Länderspiel gewesen für Deutschland. Und ich wäre so gern dabei gewesen. Waren Sie enttäuscht, dass Sie Helmut Schön nicht berufen haben? Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht dabei bin, denn ich habe fest damit gerechnet, dass ich in Albanien spielen werde. Fußballprofis leben wie Artisten. Als 21-Jähriger ein Direktorengehalt, aber keine Sicherheit fürs Alter. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Sie tun werden, wenn diese Weltreise, das große Geld verdienen und in der Fußballkarriere zu Ende sind? Ja, solche Gedanken habe ich mir schon gemacht. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich in eine Firma reinkomme, wenn ich zum Fußballspielen aufhöre. Was werden Sie dann in Ihrer neuen Tätigkeit für ein berufliches Leben führen? Wissen Sie das schon? Ja, ich werde Vertreter. Aber die Firma möchte ich nicht bekannt geben. Und wie wird es dann mit dem Fußball aussehen, wenn Sie nicht mehr Lizenzspieler sind? Im Notfall werde ich vielleicht für B- oder C-Klasse-Mannschaft trainieren, aber mehr nicht. Diesen Blick in die Zukunft tat Gerd Müller in Lissabon. Der Terminkalender des Europapokals hat ihn kreuz und quer durch Europa geführt. Mit Globetrotter-Routine absolviert er den Hafenbummel am Atlantikquai, als sei es der Wochenmarkt im Heimatstädtle. Den fremdländischen Gaumenspezialitäten ist er weniger zugetan. Herr Müller, haben Sie es aber schon mal gelesen? Na, danke schön. Nicht für eine Million ist es sowas. Was ist eigentlich Ihre Leibspeise? Das ist schon lieber ein Kartoffelsalat. Kartoffelsalat nach mütterlichem Hausrezept und ohne Beilagen. So gut schmeckt's nur daheim im schwäbischen Nördlingen. Hier nahm die Fußballkarriere ihren Anfang. Frau Müller bankt noch heute jeden Samstag mit. Ja, jeden Samstag. Man ist halt verlierer, ist man halt sehr enttäuscht. Aber immer kann man ja nicht durchschießen. Die Reisen hinaus in die große Welt des runden Leders hat Gerd Müller nicht mit voller Zustimmung seiner Mutter angetreten. Zwar ist sie stolz auf den stadtbekannten Sohn, aber gerne hat sie ihn nicht ziehen lassen. Nein, nicht gern. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre in Nördlingen geblieben. Die alte Heimat in Nördlingen und hier das neue Heim von Mr. Europa Cup im Münchner Villenvorort Straßlach. Vom Fußballverdienst erspart ist dieser Flachbau, der ganze Stolz des Bayern-Mittelstürmers und seiner frisch angetrauten Gattin Uschi. Guten Tag, meine Herren. Bitte kommen Sie rein. Ich zeige Ihnen gern die Wohnung. Das ist Wohnzimmer,
Wir haben insgesamt 5 Zimmer. Die gleiche Wohnfläche ist auch unten im Keller. Den möchte ich jetzt im Frühjahr ausbauen lassen. Hier ist übrigens noch die Trophäe vom Fußballer des Jahres. Mein Mann hätte sie gern da stehen, aber ich möchte sie dann gern im Keller runter haben. Die Couchgarnitur und die ganzen Möbel hier haben wir alle mitsammen ausgesucht. Hier auf der Couch liegt mein Mann am liebsten, da schläft er auch immer gleich ein. Ich hoffe, du auch. Jetzt sei einmal ein braver Hund. Komm, schön schlafen. Wir haben übrigens vor 3 Monaten geheiratet. Hier ist noch das Hochzeitsbild. Eine zusätzliche Arbeit, die der Fußballberuf mit sich bringt, ist das Schreiben von Autogrammkarten. Hier sind gerade 1500 Stück für eine Schallplattenfirma. Mein Mann bringt ungefähr in 3 Wochen seine erste Schallplatte auf den Markt. Doch nun wieder der Hausherr selbst. Gerd Müller, eine Viertelstunde vor Schluss. Wir sollten eigentlich kein Interview machen, bevor es zu Ende ist. Immer noch 0:0 in Tirana. Glauben Sie, dass es mit Ihnen in der Sturmmitte besser gelaufen wäre? Das kann ich schlecht beurteilen. Aber ich persönlich glaube, dass es mit mir vielleicht auch nicht besser gelaufen wäre als mit dem Meier als Mittelstürmer. Tirana, München, Lissabon. Fußballer sind heute Dauerkunden der Fluggesellschaften. Wie viel kommt da so in einem Jahr zusammen? Ungefähr 50.000 Kilometer diesen Jahr. Und was glauben Sie, wie lang diese Strecke etwa wäre? Ich glaube ungefähr 1 Million der Erde. Keine Angst dabei? Keine Angst. In dem Flugzeug, wo ich drin sitze, es stürzt nicht ab. Sind Sie schon einmal geflogen, bevor Sie sich den Bayern angeschlossen haben und Berufsfußballer geworden sind? Nein, erst wo ich zum FC Bayern gekommen bin, bin ich das erste Mal geflogen. Und wie war das beim ersten Mal? Bisschen unheimlich. Aber dann das zweite Mal ist wunderbar. Lang ist's noch nicht her, da war dies das Verkehrsmittel, das Gerd Müller auf seinem Weg zur Arbeit benutzte. Ich musste jeden Tag um 6 Uhr in der Früh aufstehen, um pünktlich in meine Arbeitsstelle zu kommen. Und dieser Weg dauerte mit meinem Rad eine Viertelstunde. Und das machte ich 4 Jahre lang. Den Beruf, den der Fußballer des Jahres damals ausübte, beherrscht er auch noch heute. Für die Beliebtheit von Gerd Müller spricht, dass seine früheren Kollegen extra am Sonntag ins Werk kamen, um diese Aufnahmen zu ermöglichen. Voll des Lobes ist Betriebsleiter Heimann. Herr Müller war bei uns in der Abteilung Schweißerei ein ausgezeichneter Schweißer. Er hatte in der Schweißerei seine gesamten Kameraden von der Fußballmannschaft des TSV Nördlingen um sich. Und ich erinnere mich einer Episode. Im Jahre 63 unterzeichnete Müller seinen Vertrag in München. Am selben Tag der Vertragsunterzeichnung lief für uns das Pokalendspiel der hiesigen Firmenpokalrunde. Wir lagen zur Halbzeit mit unserem Gegner auf 1:1. Und wir hatten die Gelegenheit, bei Halbzeit einen Spieler auszutauschen. Pünktlich zur Halbzeit kam Müller aus München zurück. Wir tauschten aus und dann schoss er noch die für uns 3 siegbringenden Tore. Mit 4:1 wurden wir Pokalsieger. Mr. Europacup lässt es sich nicht nehmen, ab und zu am Sonntagnachmittag seinen ehemaligen Clubkameraden vom TSV Nördlingen einen Besuch abzustatten. Seit sie ihren Torschützenkönig verloren haben, ist zwar mit den ehemaligen Landesliga-Fußballern nur noch wenig Start zu machen, aber für Gerhard Müller spielt das keine Rolle. Vom Tor in Nördlingen zum Training ins Sportingstadion nach Lissabon. Hier bereitete sich die Mannschaft des FC Bayern auf das Europapokalspiel gegen Vitoria Stubal vor. Robert Schwan erzählt, wie Müller zum FC Bayern kam. Wie Sie alle wissen, ist Gerd Müller nun im 4. Jahr bei unserem Club. Er kam vor dem Beginn des letzten Regionalliga-Jahres zu uns. Entdeckt wurde er durch unseren Geschäftsführer Herrn Fembeck und unseren stellvertretenden Spielausschussvorsitzenden Herrn Sorg, der aus Nördlingen kommt, der Gerd Müller in verschiedenen Spielen gesehen hat und dann den Vorschlag unterbreitete, Gerd Müller zu unserem Club zu holen.
Wir haben noch in Erinnerung, dass er auch 1860 am Gerd Müller war, aber und der Club aus Nürnberg, aber er hat sich dann doch glücklicherweise für uns entschieden. Gerd Müller wurde erst in der Reserve eingesetzt und hat dort seine Tore geschossen. Und seine Leistung hat dann so überzeugt, dass er im Spiel gegen Freiburg die Chance bekam, erstmals in der ersten Mannschaft zu spielen. Die Begegnung endete 11:2 für uns in Freiburg und da war Gerd Müller mit seinen Toren überragend beteiligt. Welche spielerische Entwicklung hat Gerd Müller beim FC Bayern durchgemacht? Einfach zusammengefasst, von der Landesliga Süd bis in die Bundesliga. Ein Verdienst von Tschaikowski, denn Gerd Müller kam zu uns und war ein ungeschliffener Diamant. Nun, heute ist er Nationalspieler. Eine Entwicklung, die schon im Laufe dieser kurzen Zeit mit einmalig dasteht in Deutschland. Dabei hat er natürlich auch an spielerischen Qualitäten gewonnen. Er ist heute in der Lage, als Stürmer, ich möchte sagen, in jedem Club zu bestehen. Lehrer und Bewunderer zugleich, hier ist die Meinung von Chick Tschaikowski über den Fußballer des Jahres. Er ist erste eine gute Mensch und das ist eine gute Sache, dass viel später, dass eine Fußballspieler auch groß sein. Er ist guter Torjäger und ich will von ihm, dass nicht er Tore schießen, auch spielerisch, dass er schön Fußball spielt. Und mit diesen beiden Sachen von Gerhard, ich bin zufrieden. Gerhard, ich bin überzeugt, nach Uwe Seeler, er kommt größte Torjäger in Deutschland. Und ich bin sicher, dass nicht nur Deutschland, dass für Gerhard Müller hören und seine Tore sehen noch ganze Welt. Doch im Augenblick wartet die Welt vergebens. Herr Müller, wie erklären Sie sich eigentlich Ihren persönlichen Formrückgang? Ich persönlich glaube, dass es an der ganzen Mannschaft liegt. Wir beim FC Bayern haben zu wenig vollwertige Spieler. Hätten wir 15 oder 16 vollwertige Spieler, die immer einsatzfähig sind, dann könnte Tschaikowski mal einen oder zwei in einem Spiel aussetzen lassen, dass er wieder mehr Kraft hat und im nächsten Spiel wieder voll einsatzfähig ist. Ja, Gerd Müller, jetzt sind wir alle ein bisschen enttäuscht. Ich kann nur sagen, ich bin fix und fertig. Jetzt sind Sie, glaube ich, doch froh, dass Sie uns nicht mit dabei gewesen sind. Ich glaube, jetzt haben die gewonnen, die wo nicht gespielt haben.